Habe de Bimbam Leute, hier zeige ich euch in diesem Video jetzt, wie ihr den Nattyp offen bekommt bei den Call of Duty Spielen. Was bringt euch das, wenn der Nattyp offen ist? Ganz einfach, mit strikten Natt kann man nicht mit Moderaten oder eben auch Leute, die strikten Natt haben, zusammenspielen. Das geht eben immer nur, wenn man offen hat, und zudem hat man auch immer einen besseren Connect zu den Server. Was müsst ihr dazu machen? Ihr müsst hier auf eure Fritzbox-Oberfläche oder auf die Oberfläche von eurem Router kommen. Wie kommt ihr darauf? Ihr drückt als erstes jetzt mal die Windows-Taste und die R-Taste gleichzeitig. Dann bekommt ihr euer Ausführen-Fenster. Hier tippt ihr CMD ein und dann OK. Das ist die Konsole von Windows. Hier einfach IP-Config eintippen und das einfach nur noch mit Enter bestätigen. Jetzt bekommt ihr die IP-Adresse von eurem Computer, die Subnet-Mask und den Standard-Gateway. Der Standard-Gateway ist auch ziemlich, beziehungsweise bei euch zu Hause ist es eigentlich auch der Router. Oder eben Fritz.box ist der Hostname vom Router, so könnt ihr ihn nachher auch aufrufen. Dann packt ihr euch die IP-Adresse und die Fritzbox. Entweder ihr kopiert sie euch raus mit Rechtsklick markieren. Dann ist das Teil schon markiert. Könnt ihr auch einfach wieder zumachen und dann tippt ihr sie einfach hier oben, macht eure Registerkarte auf und tippt in den Browser eben diese IP-Adresse ein oder eben Fritzbox oder whatever. Die Konfiguration, was jetzt kommt, ist nur für die Fritzbox. Bei den anderen Routern müsste es aber ähnlich funktionieren. Bei der Fritzbox benötigen wir als erstes erstmal die Ansicht. Dazu geht ihr auf System, dann auf Ansicht und wählt die erweiterte Ansicht. Das Ganze dann einfach übernehmen. Im nächsten Schritt, habe ich mal hier hinten gleich vorbereitet, geht ihr dann auf Internet und auf Freigaben. Hier seht ihr jetzt schon, da ist bei mir schon einiges an TCP und UDP-Protokollen eingetragen. Das müsst ihr jetzt auch machen. Und zwar geht ihr dazu einfach auf neue Portfreigabe, wählt andere Anwendungen aus, tragt hier ein, was ihr auch immer wollt, von mir aus COD Port 1 oder whatever. Hier das richtige Protokoll auswählen, eben TCP oder UDP. Gebt dann hier an von Port 80 bis, wenn ihr nur einen einzelnen Port freigebt, macht ihr hier natürlich das gleiche rein. Bei an Computer wählt ihr den Computer bzw. jetzt eure PlayStation aus, das ist sehr wichtig. Hier empfehle ich euch, bei der PlayStation in den Netzwerkeinstellungen eine feste manuelle IP zu vergeben. Wie ihr das macht, schreibe ich euch nachher in die schreibe ich euch nachher noch unten rein in die Beschreibung. Dazu braucht ihr dann aber wieder das Kommandofenster. Bei IP-Config ist es dann wichtig, wenn ihr das rausfinden wollt, die dritte Zahl, beziehungsweise ihr notiert euch 192, 168, 178. Das notiert ihr euch, die ersten drei Blöcke. Der andere Block ist der Standard-Gateway, wird später auch euer DNS-Server sein. Wichtig, merken, muss diese IP erhalten. Der PlayStation könnt ihr dann nachher als vierter Stelle eine beliebige Adresse geben. Von 0 bis 254. Empfehlenswert ist, keine Ahnung, fangt bei 100 an oder nehmt einfach immer die 100. Ihr müsst ja nur schon, dass kein anderer PC oder Rechner diese 100 verwendet. Und dann nehmt ihr halt einfach die 101. Ist dann auch kein Problem, könnt ihr euch ein bisschen dann rumspielen. Geht bei die Netzwerkeinstellung, wo ihr die Internetverbindung macht bei der PlayStation. Und zwar nicht auf manuell einstellen, sondern eben schon auf manuell einstellen. Und dann könnt ihr das alles reintippen, das empfehle ich euch. Ansonsten müsst ihr rausfinden, welche IP eure PlayStation hat. Die könnt ihr dann hier eben drinnen auswählen. Dann an Port bis Port übernimmt ihr die Konfiguration von hier oben. Nur im ersten Feld nicht, die müsst ihr dann immer gleichstellen, dem ersten Feld. Ansonsten habt ihr hier viermal die 80 stehen. Es kann sein, dass ihr auch mehrere Ports in Schlange freigeben müsst, das sprich von Port schieß mich tot 1000 beispielsweise bis Port 5000. Und hier unten müsst ihr dann eben nochmal die 1000 machen. Na, das ist dann eigentlich ganz einfach. Das ist dann einfach auf OK und schon ist der eine Port drinnen. Ihr findet hier die ganzen Ports für PlayStation, für die PlayStation, für die Xbox und für den PC in der Beschreibung, was ihr alles an Ports eintragen müsst. Ihr könnt aber auch hier dieses Fenster jetzt auf Stopp drücken. Das sind alle Ports für die PlayStation, was ihr braucht, für alle MW-Spiele und alle Black Ops-Spiele. Also sprich, wenn ihr die Ports eintragt, habt ihr in jedem Spiel volle, also beziehungsweise nicht volle, sondern den habt immer auf offen. Unterscheidet sich anscheinend bei den Ports hier immer bei den MW-Spielen und bei den Black Ops-Spielen. Dürfte dann für alles immer auf offen sein. Bei der PlayStation hier schon mal die Ports. Alle anderen findet ihr, wie gesagt, nachher in der Beschreibung. Wenn ihr das alles hier eingetragen habt, dann könnt ihr das einfach wieder alles zumachen und das ist der Gras ist gegessen, sage ich jetzt mal. Kann aber noch ein bisschen dauern, bis er die Ports übernimmt. Dauert im Regelfall aber nicht länger wie 5 Minuten.
Das war es jetzt eigentlich auch schon von der Sache. Wie gesagt, wenn es noch Fragen gibt, einfach in die Kommentare schreiben. Dann werde ich euch so schnell wie möglich darauf antworten. Wie gesagt, Ports findet ihr in der Beschreibung. Wie das mit der IP-Adresse funktioniert, findet ihr auch in der Beschreibung. Und ja, dann würde ich mal sagen, viel Spaß damit. Das war's von mir. Servus, Leute.